Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg. Und wie angekündigt ist mein Gast heute Inge Hannemann. Bekannt geworden, die einen würden sagen, als Nestbeschmutzerin der Arbeitsagentur und andere würden sagen, als couragierte Frau, die jetzt auch den Taz-Panther-Preis für Zivilcourage bekommen hat. Hallo, grüße dich, Inge. Hallo, Asja. Was ist dran? Ist man Nestbeschmutzer, wenn man Dinge aufdeckt, die schieflaufen in der Arbeitsagentur? Mit Sicherheit, ja. Also für die Bundesagentur für Arbeit bin ich natürlich klar ein Nestbeschmutzer. Das bin ich aber gerne in dem Fall. Aber auch zum Teil natürlich für die Bevölkerung, ja, weil immer noch so die Meinung herrscht, wenn man irgendwo arbeitet, muss man mehr als 100% loyal sein. Und dann muss man auch alles erdulden. Und der Meinung bin ich nicht. Manche kennen die ganze Geschichte nicht. Ich habe das von Anfang an mitverfolgt. Vielleicht kurz nochmal erklärt. Du bist im Moment freigestellt, aber noch angestellt bei der Arbeitsagentur hier. Wie hat das Ganze angefangen? Genau, also ich bin immer noch suspendiert und mein Arbeitgeber ist aber nicht die Agentur für Arbeit, sondern die Stadt Hamburg. Angefangen hat das mit meinem kritischen Blog. Der wurde natürlich beobachtet. Ich hatte da ziemlich harte Artikel reingesetzt, um mal auf die Missstände öffentlich zu machen. Anschließend habe ich einen ersten öffentlichen Vortrag gemacht, der dann auf YouTube eingestellt wurde in Berlin. Und ich glaube, das war zu viel. Und anschließend hieß es dann, ich sollte eine Anhörung haben bei der Stadt, ob ich von den Inhalten abrücke oder daran festhalte. Und dann kurz danach kam die Suspendierung. Du warst Sachbearbeiterin, also wenn man arbeitslos war, ist man bei dir gelandet. Was war die Erwartung, wie du mit dann so jemandem umgehen sollst und wie bist du umgegangen? Also die Erwartung ist, ich war ja im Jugendbereich zuletzt tätig, war die so schnell wie möglich irgendwie zu verfrachten. Entweder Maßnahmen, 1-Euro-Jobs, mit Glück in eine Ausbildung oder halt in irgendeinen Job, ob gelernt oder ungelernt. Umgegangen bin ich mit den jungen Menschen hauptsächlich mit viel Zeit. Das heißt, ich habe lange mit ihnen gesprochen. In den prekären Arbeitsmarkt, also Zeitarbeit zum Beispiel, habe ich gar nicht vermittelt, außer es wollte unbedingt jemand. Hatte ich aber nicht den Fall. Und ich wollte erst mal gucken, was wollen die jungen Menschen. Ne? Und das Schöne war, diese jungen Menschen, die haben alle Träume, Visionen und Ziel war wirklich, dass sie eine Ausbildung haben. Und das war auch deren Wunsch. Ja. Was sind denn die Missstände? Was stimmt denn nicht in den Jobcentern, in den Agenturen? Also primär stimmt einfach nicht, dass wir auf Zahlen gucken sollen, auch wenn die BA was anderes sagt. Ja. Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir irgendwo reinvermitteln, damit die Statistik stimmt. Und das ist das, wo ich von Anfang an sagte, da stimmt es schon nicht mehr im System, ja, weil wir haben die Arbeitsplätze nicht. Ich kann nirgendwo genug Arbeitsplätze auch herbringen. Der zweite Punkt ist diese harte Sanktionspraxis. Das heißt, die Menschen bekommen Geld gekürzt, wenn sie nicht kommen, wenn sie nicht das machen, im Grunde genommen, was wir wollen. Und es gab mal einen Bundesrichter, der ist jetzt außer Dienst, Nestschowik, der sagte dann immer so passend, Leistung gegen Gehorchen oder Existenz gegen Gehorchen. Finde ich sehr, sehr gut, diesen Spruch. Und das ist auch so. Ja? Wenn die Erwerbslosen das tun, was ich mir gerade als Arbeitsvermittler in den Kopf setze, willkürlich auch, dann wird Geld gekürzt. Wie wirkt sich das aus auf die jeweiligen, also es sind ja nicht Zahlen, es sind ja Menschen, wie wirkt sich das auf deren Leben aus? Also was ich festgestellt habe, ist, dass die Menschen mit großer Angst in die Jobcenter kommen. Also gerade, wenn ich neue Erwerbslose überreicht bekam von den Kollegen, die sind wirklich mit Angst gekommen. Die wussten nicht, was erwartet sie jetzt, müssen sie wieder einen Eurojob besuchen oder das 5. Bewerbungstraining. Bin ich nett, bin ich nicht nett? Und das hat mich sehr erschreckt. Ja? Aber das habe ich auch in anderen Jobcentern auch erlebt, in denen ich tätig war. Ist egal, ob jetzt Jugendbereich oder Erwachsenenbereich. Und das, finde ich, darf nicht sein. Wenn die Menschen im Grunde genommen wissen, sie bekommen Hilfe, ja, auch wirklich praktische Hilfe, ohne Druck, ich glaube, dann würden sie auch viel eher kommen. Wie viel spielt Angst eine Rolle in diesem ganzen Gebiet?
ganz groß. Also Angst ist erschreckenderweise auf beiden Schreibtischseiten. Auf der einen Seite bei den Erwerbslosen, weil sie genau wissen, wenn ich nicht tue, was der Arbeitsvermittler will, oder die Leistung oder der Fallmanager, dann kriege ich Geld gekürzt, ob gerechtfertigt oder nicht. Und die andere Seite sind die Jobcenter-Mitarbeiter. Sie wissen genau, sie müssen die Zahlen erfüllen. Und wenn sie es nicht tun oder zu sozial sind, dann wird ihr Arbeitsvertrag nicht entfristet. Wir haben ja viele Befristungen oder eine schlechte Beurteilung. Dann können sie nicht weiter aufsteigen. Ja, und also im Grunde genommen ist es ein System voller Angst. Ja. Die Kanzlerin hat im Wahlkampf gesagt, also gefühlt haben wir Vollbeschäftigung, so habe ich das wahrgenommen. Ja. Ist dem so? Nein. Gefühlt würde ich sagen, haben wir ganz viele Minijobs. Ja, so. Und da kann ich vielleicht irgendwann mal von Vollbeschäftigung innerhalb der Minijobs reden. Ja. Aber die haben wir schon lange nicht mehr, die Vollbeschäftigung. Das funktioniert auch nicht, weil wir gar nicht die Arbeitsplätze haben. Ja, also selbst wenn ich den verdeckten Arbeitsmarkt mit rund 1 Million nehme, positiv ausgedrückt, und die regulären Zahlen in den Medien von knapp 3 Millionen Arbeitslosen, passt das ja schon nicht. Wer lügt sich da in die Tasche und warum? Also wer lügt sich in die Tasche? Klar, die Bundesregierung. Die müssen ja gut dastehen, vor allen Dingen im europäischen Ausland. Ja, und ich denke, unsere Regierung, gerade unsere großen Blockparteien, CDU, SPD, hauptsächlich, die leben in einem Kokon. Ja, das ist in einer Traumwelt, die es gar nicht mehr gibt. Und würden sie mal aufwachen oder die Realität sehen, ich glaube, die wären geschockt. Ja, aber ich merke das immer wieder, es gibt ja Landstriche sozusagen in Deutschland, denen geht's gut. Ich war jetzt erst vor kurzem in Süddeutschland, da ist eine niedrige Arbeitslosenquote. Die bekommen das gar nicht mit. Ja? Wenn ich da in Dörfern bin, in kleinen Städten, da sieht man keinen Mensch, der im Mülleimer nach Flaschen sammelt oder da bettelt. Ja? Oder die Klickenbildung von Erwerbslosen oder auch Rentnern, die sehe ich hauptsächlich in Mittel- und Großstädten. Ja? Und das ist die Realität. Mein letzter Gast war Ilja Trojanow. Der hat das Buch Die Überflüssigen geschrieben. Und er sagt, wir verwalten die Überflüssigen in unserer Gesellschaft wie in Indien die Unberührbaren. Gibt es so eine kleine Kaste, die wir irgendwie outsourcen wollen an die Agenturen, an Tafeln und sonst was, damit sie aus unserem Blickfeld weg sind? Ja, natürlich. Also ich würde nicht mal von kleiner Kaste sprechen, sondern von großer. Ich meine, ich spreche von mindestens 6 Millionen Menschen. Und da muss man noch die dazu rechnen, die nirgendwo auftauchen, ja, die überhaupt nicht vor lauter Angst, vor Scham Leistung beantragen, die mit 3 Jobs versuchen, über die Runden zu kommen. Das sind ja nochmal 3 bis 4 Millionen Menschen. Das bedeutet, wir haben nachher rund 10 Millionen Menschen, das sind 1/8 unserer Bevölkerung. Ja. Und wenn man mal guckt, die Flaschensammler zum Beispiel, finde ich erschreckend. Ja. Die Menschen drehen sich um und schauen sich das Spiel oder spielen Anführungszeichen gar nicht an, die Armut. Ja, aber die haben wir. Ja, und, ja. Eine ausgegrenzte Schicht. Gehen wir mal eine Vision durch. Inge Hannemann, neue BA-Chefin mit absoluter Vollmacht und Allmacht. Was würdest du machen? Was würdest du anders machen? Also als erstes würde ich tatsächlich die Frau von der Leyen entlassen. Dann würde ich den kompletten Vorstand der Bundesagentur für Arbeit entlassen. Ein Teil des Verwaltungsrates. Die gucken das bestimmt. Ja, das dürfen sie gerne gucken. Ja, weil wir brauchen eine ganz andere Struktur. Ja, die Struktur, die wir jetzt haben beim Ministerium für Arbeit und Soziales, als auch bei der Bundesagentur für Arbeit, ist hierarchisch, sie ist militärisch und sie ist sehr elitär. Und das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Demokratie und die haben wir in diesen Strukturen nicht mehr. Ja, und ich meine, Herr Weise spricht selbst, dass wir mit einer Basisdemokratie nicht vorankommen. Und das, finde ich, sagt schon viel aus. Ja? Und ich würde die Basisdemokratie zumindest wieder reinbringen. Als ich bekannt gegeben habe, dass ich dich interview, kam auch, also kommen ganz viele Fragen, die ich stellen soll. Unter anderem die kritische Frage von jemandem, der sagt, ich finde das ganz schrecklich, dass sich die ganzen Arbeitslosen in die Opferrolle begeben und darüber nachdenken, wie sie meine Leistung unter sich verteilen können. Was hältst du davon, von so einem Menschenbild? Das finde ich zum Teil sehr erschreckend, aber auch nicht unverständlich, ja, weil
das, was den Erwerbslosen passiert oder auch den wirklich den verarmten Rentnern, den verarmten Kindern, das wird ja gar nicht transportiert. Ja, das sehen wir ja gar nicht in den Medien. Das wird ja wirklich groß totgeschwiegen. Und das bedeutet, in den Medien lesen wir, wie gut es uns geht, wie viel Geld wir armen Steuerzahler leisten müssen. Und dann verwundert mich so ein Bild nicht. Ja? Und man kann es auch Neoliberalismus nennen. Ich komme ja ursprünglich aus so einer Stadt, wo ich glaube, die Arbeitslosigkeit ist bei 0, noch was Prozent in Bayern. Und die können sich gar nicht vorstellen, was Armut ist, ja, was dir da so begegnet. Also wenn du beschreiben müsstest, was Armut aus Menschen macht und vor allem dann noch dieses Angstsystem drumherum, was bedeutet das für dich, für einen Menschen? Erstmal große Existenzängste, ja. Also ich selbst habe auch schon Armut gelebt und war von Sozialhilfe abhängig. Und ich hatte Monat für Monat Angst, ob ich irgendwie meine Tochter durchkriege. Das heißt, jeder, damals waren es Pfennige, jeder Pfennig wurde umgedreht. Dann war der 20., dann wurde es schon wieder knapp. So, dann kommt man schon Überlegung, muss man vielleicht was versteigern, ja, oder solche Sachen verkaufen. Und das macht natürlich Angst. Und auf der anderen Seite kann es depressiv machen, je nach auch Charakter oder auch, was ich auch viel erlebe, ist leider Aggressivität, gerade natürlich auch in Großstädten. Oder es ist einem vollständig egal, ja, man lässt sich komplett gehen. Ja. Und wie geht's Menschen, also deinen Kollegen, die mit diesen Menschen umgehen müssen, Tag für Tag? Habe ich beides erlebt. Also ich kenne Kollegen, die leiden wirklich ebenso mit und verstehen es nicht, wie eigentlich ein reicher Staat, wie wir das sind, so viel Armut produziert, wie wir auch nach Zahlen agieren müssen. Und ich habe aber auch Kollegen erlebt, die legen ihre Persönlichkeit vor der Tür im Jobcenter. Das sind privat tolle Menschen, hoch engagiert, auch sozial. Ja, aber im Jobcenter geht es einfach zack, ganz streng nach den Regeln Sozialgesetzbuch 2 und ich nenne es Linientreue. Ja. Aber auch eben mit der Angst, wenn sie anders agieren, haben sie ihren Job los. Eine weitere kritische Frage. Es geht den Leuten noch gut. Sie bekommen Wohngeld, sie kriegen Internet, sie haben genug Geld zum Leben und so weiter. Ist das Jammern auf hohem Niveau, war die Frage. Ja, nein, es ist überhaupt kein Jammern auf hohem Niveau, weil es wird immer vergessen von dem Geld zum Überleben. Ne? Also ich runde jetzt mal ab, von 380 Euro von Alleinstehenden müssen die Menschen Strom bezahlen. Das sind im Schnitt 60 bis 80 Euro. Der wird immer teurer, sie können gar nicht im Stromanbieter wechseln. Sie müssen Telefon bezahlen, sie müssen Medikamente bezahlen und die einzelnen Posten in der Regelleistung sind viel zu niedrig. Ja, und das ist das, was vergessen wird. Sie haben nicht die 380 Euro zum Verdatteln, ja, sondern wenn es hochkommt, vielleicht 180 bis 200 Euro. Also ja, zum Verdatteln, im Endeffekt zum Überleben, ne, um zum Essen zu kaufen. Ja, genau. In anderen europäischen Staaten ist, sag mal, eine viel düstere Stimmung. Die sind auch irgendwie geübt, auf die Straße zu gehen. Ja. Die 6 oder 10 Millionen, die du angesprochen hast, wo sind die denn? Also jetzt muss ich mal unter uns sagen, ich sehe die nicht auf der Straße. Ich sehe sie leider auch nicht auf der Straße, ja, was mich auch sehr frustriert, zum Teil auch ärgert. Frankreich zum Beispiel, ne? Die gehen einfach auf die Straße. Wenn es dir nicht passt, gehen sie auf die Frankreich, Straße. Frankreich, das ist ja eher Hobby bei denen. Aber nehmen wir mal so in andere Länder, Spanien, Portugal Spanien, oder Griechenland. Aber ja, ich glaube, das ist eine andere Mentalität. Die kennen das nicht anders. Ja? Und ich bewundere das. Und man merkt ja auch, es gibt dann Reaktionen, auch in den Medien wird es ja zum Teil sogar gebracht, dass sich jetzt schnell was ändert, sehe ich auch nicht. Ja? Aber es wird registriert. Und die Deutschen, ich glaube, wir werden immer lethargischer, ja, und auch in Anführungszeichen immer fauler, bequemer. Ja, traurig. Was war die bisher beknackteste Maßnahme, die du gesehen hast da in der Agentur? Hier in Hamburg speziell das Entlanglaufen um die Alster, dann, um abzunehmen oder entlang zu laufen an der Elbe, ja, ohne Sinn. Also die haben nicht mal eine Aufgabe. Die laufen einfach den ganzen Tag an der Elbe entlang. Und mit Glück werden sie von Touristen angesprochen, dann dürfen sie Auskunft geben. Und wenn sie das nicht machen, werden sie sanktioniert? Dann könnte es sein, dass sie sanktioniert werden.
und spannendes Feld. Ich glaube, wir bleiben da einfach mal dran. Du bist ganz viel auf Tour im Moment. Ja. Also wie kommt das? Also haben die Leute darauf gewartet, dass eine mal sich so erhebt, dass... Ja, es scheint wirklich so. Also ich habe das ja, bevor ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, auch mehrere Jahre in den Foren beobachtet, was die Erwerbslosen schreiben auf den Seiten von Hartz IV. So, und habe immer gedacht, die haben recht, aber sie ahnen es. Ja? Und jetzt habe ich den Eindruck, dass viele wirklich sagen, das, was wir schon immer befürchtet haben, wie es uns geht, wie es abläuft, wird bestätigt. Vor der Wahl war natürlich klar, dass die Parteien sich an mich dranhängen, also hauptsächlich natürlich die Linken und die Piraten. Aber auch nach der Wahl ist es jetzt so, ja. Also es hat überhaupt nicht abgeflaut. Ich kriege immer noch täglich ein, zwei Anfragen für Vorträge und muss halt planen, ja. Wenn du jetzt sagen müsstest oder einen Aufruf starten würdest, was sollen die Menschen jetzt tun? Diejenigen, die sagen, na gut, ich will auf die Straße gehen. Wo sollen sie sich hinwenden? Womit sollen sie anfangen? Was ist der erste Schritt? Also ich finde es gut, wenn sie sich der Montagsdemo anschließen. Ja, weil die stehen wirklich seit 9 Jahren jeden Montag in fast jeder Stadt vor Ort, auch zentral vor Ort, da kommt man gut hin. Das muss wieder größer werden. Ich meine, die Montagsdemo 89 ist geschafft, im Grunde genommen die Mauer fallen zu lassen. Ja. Und die Montagsdemo macht er jetzt hauptsächlich eben gegen Hartz IV, sind sehr gut organisiert, ja, und da einfach anschließen. Ich glaube, wenn da wieder mehr Menschen kommen, dann könnte sich auch was anderes bilden. Ja. Letzte Frage, du warst mal engagiert bei den Jusos. Ja. Und wann war das? Ich war noch ganz jung. Ich meine 16, 17. Okay, also in den 80ern. Also als noch Sozialdemokraten in der SPD waren. Genau, als wir noch wirklich einen Hauch der sozialen Demokratie hatten, ne? Unter Willy Brandt sozusagen, gut, den gab es auch nicht, ja, aber es war zumindest die Vision und die Illusion von ihm noch vorhanden, ja. Ist die SPD noch so eine oder ist die Linke wirklich ein berechtigtes Tabu oder lohnt es sich auch mit der zu rechnen jetzt? Also die SPD suche ich verzweifelt, das S, seit Jahren. Das war zum Teil auch ein Grund, warum ich ausgestiegen bin oder mich überhaupt aus der SPD ausgetreten bin. Seit der Agenda 2010, ganz klar sowieso, dass kein S für Sozial mehr. Die Linke könnte eine gute Nachfolgerpartei werden, durchaus. Ja. Also sie haben so wie es ausschaut, werden die Oppositionsführer. So sieht es aus, ja, derzeit, ja. Was denkst du, wenn du siehst, Merkel spricht, dann spricht Gysi? Nein, wenn Merkel spricht, spricht Neoliberalismus. Aber ich meine, in der Bundestagsdebatte ist er als Oppositionsführer gleich nach ihr dran. Also, ach so, ja, das ist ja schon mal wie gefällt dir die Vorstellung? Gut. Das finde ich gut. Ja, und ich hoffe, dass sie sich das Rederecht auch immer rausnehmen, ja, weil es wird die große Koalition geben, davon gehe ich aus. Ja. Wenn wir schon Gysi sagen oder Wagenknecht, wann blicken die das mit dem Grundeinkommen? Du bist ja für ein Grundeinkommen. Ja. Das ist, glaube ich, bei denen ein ganz schwieriges Thema. Sie sprechen sich ja dagegen aus. Aber alles fängt irgendwann mal an mit einer Illusion, ja? Und warum kann man nicht auch die irgendwann überzeugen? Das ist eine Überzeugungsarbeit. Super, vielen herzlichen Dank. Ich nenne zum Schluss immer 3 Begriffe und bitte um 3 kurze Assoziationen. Ja. Erster Begriff, Reichtum. Dann Reichtum macht mich glücklicher. Wohlstand. Ist inzwischen leider notwendig, um hier überhaupt noch zu überleben. Glückseligkeit. Das habe ich zum Glück immer noch jeden Morgen, weil ich einfach gesund aufstehe. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Science Fiction, hat die meisten Bücher nach dem Zweiten Weltkrieg verkauft. Das ist der Bestseller-Autor Wolfgang Holbein. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.